ich begrüße euch zum Teil 2. Wir haben ja mal kurz umrissen, wo das Problem ist. Ihr wisst, dass die Reichsbürger nicht existieren, weil da die Rechtsgrundlage nach dem Stichtag liegt. So, nun ist es natürlich immer so, dass dann immer wieder Leute kommen, ja, der Knietsch, der macht ja nur seit 2 Monaten keine Videos. Das hat alles seinen Grund. Ich muss für die Schulung der Wahlkommission Räume zur Verfügung stellen. 2 meiner Leute aus dem Bauteam krank, der dritte ist momentan gerade im Urlaub. Bin also allein auf der Baustelle und muss sehen, dass ich im kritischen Pfad alles fertig kriege. Und da kann ich natürlich jetzt kein Video machen, was jetzt 2 oder 3 Tage Vorbereitungszeit erfordert, sondern ich muss einfach sehen, dass wir die schöne Zeit noch ausnutzen können, dass wir zumindest in den heizbaren Räumen dieses Jahr noch Schulungen machen können. Die Schulungen sind deswegen notwendig, weil viele unterwegs sind, die mit Desinformation die Leute verunsichern. Die kommen in irgendwelchen alten Büchern rum und finden raus, dass der Forst sowieso dem Forst sowieso einen Backenzahn rausgeschlagen hat. Und dann haben die sich gestritten und dann ist auf einmal die Gebietskörperschaft nicht mehr da und lauter schon Mist. Interessiert uns alles nicht. Es wurde alles um 1900 zurückgesetzt auf den staatlichen Stand. Und wir wissen, dass in den Jahren 1913, 1914 die Notstandsgesetzgebung aufgrund der Vorbereitungen des Ersten Weltkriegs gelaufen sind. Ist alles richtig, akzeptiere ich auch alles. Das Problem ist aber, es gab zu dieser Zeit keine Besetzung des Reichsgebiets. Der Kaiser hat die Haager Landkriegsordnung unterschrieben, das heißt, die Regeln der Haager Landkriegsordnung gelten für den Staat. Dass die Weimarer Republik kein Staat ist, hat dann zur Folge, dass sie sich eben nicht so an die Haager Landkriegsordnung hält, wie es sein müsste. Aber Frankreich hat das und Frankreich hat ja das aktive Mandat über Mitteldeutschland und im Zusammenhang mit den Beitrittsverhandlungen ist ja klar, dass die DDR der BRD nicht beitreten konnte, weil die DDR nun mal eine Verfassung hatte, die einen Beitritt zu ihrem Klassenfeind und die Gründung von Klassenfeindsbundesländern auf dem Gebiet gar nicht zuließ. In Wirklichkeit ist es genau umgedreht. Die Staatsanwälte, die Bundesrepublik aufzubieten haben, haben alle ihre Verordnungen in der ehemaligen DDR. Nun kann man sich fragen, warum das so ist. Na, die DDR hat das ein bisschen besser überlebt als die BRD. Am 3.10. ist nämlich Genscher zur UNO gegangen, nicht etwa um die DDR und BRD zu vereinigen, sondern um die BRD zu löschen. Er hat die BRD gelöscht und hat dort Germany NGO-Branch eingetragen. So, da kann man sich nur überlegen, wie man in einer NGO einen Staatsanwalt erzeugt. So, die DDR konnte er nicht löschen, auch Shevardnadze konnte die DDR-Verfassung nicht suspendieren. Es ging nicht. Der Herr Krause hat im Außenministerium, ist der letzte Wissensstand, Siegel gestohlen und hat mit diesem Siegel die Treuhandverträge gesiegelt. Das heißt, die Treuhandverträge, die dazu geführt haben, dass die VEBs in Mitteldeutschland irgendeiner Treuhandverwaltung zugeschlagen wurde und diese dann mit Wendekriminalität die Betriebe ausgeplündert und den Außenhandel blockiert und dann sozusagen dazu geführt hat, dass die Betriebe nichts mehr verkaufen konnten. Die konnten keine Kredite aufnehmen, weil die Treuhand alles kaputt gemacht und es fand nicht der Aufbau Ost statt, sondern der Aufbau der Schulden Ost. Und das war wichtig, weil die Bundesrepublik war zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung mit 624 Milliarden verschuldet. Die DDR hatte 6 Milliarden. So, die DDR hätte mit diesem geringen Schuldenstand, das ist ein normaler Bruttokassenbetrag, jederzeit auf dem internationalen Geldmarkt Kredite aufnehmen können und hätte einfach alles neu bestellt. Alles, was kaputt gegangen ist in der DDR, hätte man einfach ersetzen können. Der Wohnungsbau hätte länger gedauert, aber die Betriebe, auf die es ankam, die Wirtschaft in Gang gehalten, die hätte man innerhalb von 14 Tagen komplett mit einer Armada von Handwerkern, von mir aus auch aus den Altbundesländern, komplett sanieren können. Heute dauert eine Sanierung von der Werkhalle keine 14 Tage, dann wäre das erledigt gewesen. So, da hätten wir zwar dann auch einen Kredit abbezahlen, aber das wäre ein Kredit auf was Neuem, was da ist, was Substanz hat. Das war der Betrug. So, und jetzt, wo nach Jahren die Leute mit den Entwicklungen unzufrieden sind und Leute aus der ehemaligen DDR und SED-Kreisleitung kommen, ja, ich war damals dabei, wie die das gestrickt haben und der hat den betrogen und ich weiß, dass der hier mit der ein Verhältnis hatte und deswegen ist das und das so gemacht. So, wenn man das alles erfährt, kann man nur sagen, die Leute haben endlich begriffen, dass sie am 3.10.1990 abgezogen worden sind. Nach DDR-Verfassung hat jeder DDR-Bürger das Recht,
auf ein Volksentscheid, bevor irgendein Bund das Gebiet erweitern kann. Und selbst im Grundgesetz ist das drin. Da steht im Artikel 29 Absatz 8, dass bei Gebietsveränderung, also allen Kreisreformen, ne, Zwangseingemeindung, was auch immer, immer ein Volksentscheid zustande. Und überall dort, wo die Bundesrepublik sich über dieses Recht hinweggesetzt hat, haben wir eine Wahlkommission gegründet. Zum Beispiel in Grüner. Grüner hatte einen Volksentscheid gemacht, der 92%, waren es 92%, glaube ich, also knapp oder 82%, also eine überwiegende Mehrheit hatte damals dafür entschieden, dass Grüner nicht zwangseingemeindet werden soll. Grüner hatte früher einen eigenen Bürgermeister und vor allen Dingen noch Stadträche, die weit vor 1913 reichen. Grüner hätte jederzeit in eigener Verantwortung die Rustag-Staatsangehörigkeit bestätigen und deswegen hat man die nach Chemnitz zwangseingemeindet, wo eine SPD-Bürgermeisterin sitzt. Und die hat aber auch nicht rechtmäßig ihr Mandat, weil nämlich zu der Oberbürgermeister- und Stadtratswahl gab es eine Wahlanfechtung bezüglich der deutschen Staatsangehörigkeit, weil nämlich eben gerade nicht die deutsche Staatsangehörigkeit in Mitteldeutschland erworben werden kann, weil Mitteldeutschland überhaupt keine Rechtsnachfolge von 1933 bis 1945 angetreten hatte. Und wenn man keine Rechtsnachfolge angetreten hat, kann man die deutsche Staatsangehörigkeit, die in der Sperrfrist liegt, eben auch nicht haben. So, und das Bundesverwaltungsamt ist übrigens auch nicht zuständig, eine Staatsangehörigkeit für Mitteldeutsche zu bestimmen, weil wir ja bloß ins Rustag gucken brauchen, wer die Verwaltungshoheit über die Rustag-Staatsangehörigkeit hat. Dort steht nämlich drin in den Durchführungsbestimmungen, dass die höhere Verwaltungsbehörde das hat. Die höhere Verwaltungsbehörde in Sachsen hieß Hauptmannschaft. So, da gab es 5 Stück, soweit ich noch weiß. Was wir jetzt noch nicht erledigt haben, ist hinten Bautzen, aber für alle anderen 4 haben wir jeweils einen Verweser gewählt. Und zwar haben wir uns einfach eine Gemeinde aus dem Kreis rausgesucht, die eben diesen Wahlfehler hatte, Zwangseingemeindung oder schon einmal Referendum laufen gehabt, also wo auf jeden Fall das BRD-Wahlrecht nicht gegriffen haben kann. Genau dort haben wir das gemacht und bei allen anderen brauchen wir es nicht, weil wir brauchen das nur in dem Verwaltungsbezirk, wo unser Mann sitzt, der dann die Rustag-Staatsangehörigkeit bestätigt. Und alle anderen Gemeinden, die wir jetzt nicht mit dem Referendum bedacht haben, die können nämlich einfach durch einen Amtshilfeantrag sich das ausstellen lassen und deswegen sind wir in Sachsen und in Bayern durch. So, in Bayern haben wir es jetzt so geregelt, dass alle, die südlich wohnen, auf der Grenze zwischen Hof und Ebern, wenn man so da eine Linie zieht und diese Linie sozusagen mit einer seitenhalbierenden Durchteil, da kommen wir zu einer Nord-Süd-Grenze und an dieser Nord-Süd-Grenze ist alles das, was südlich liegt, Bereich von Ebern und alles, was nördlich liegt, gehört dann zum Regionalverband Süd bis an die polnische Grenze, tschechische Grenze und alles, was oberhalb, also in den Grenzen von Preußen liegt, das ist nach Berlin verortet. Dann die Berliner haben inzwischen auch eine Wahlkommission gegründet, da wollten die mir noch ein paar Sachen vorlegen, dass da irgendwie noch einer dann wohl ausscheidet und nachgewählt werden muss, habe ich aber noch nicht vorliegen. Ich gehe mal davon aus, dass sie das intern klären und sodass also Preußen dann auch Rustag-Bestätigung ausstellen kann. Und in allen anderen Fällen, wenn das nicht klappt, kann jeder andere Bundesstaat für den anderen ausstellen, sofern es nur darum geht, die für dieses Gebiet amtliche Bezeichnungen dort einzutragen. So. Und das dürfen die deswegen, weil die alle untereinander dem Norddeutschen Bund beigetreten sind. Also die Bayern und die Sachsen sind 1871 dem Norddeutschen Bund beigetreten. Und da ist es dann egal, wenn in einem anderen Bundesland eine Wahlkommission noch nicht arbeiten kann, dann können die das stellvertretend übernehmen. Die werden dann nur belehrt, dass wenn in dem Bundesland dann eine Wahlkommission gibt, dass sie dann dort nochmal hin müssen sich melden und dann wird es dort umgetragen. Einfach nur, damit der Sprengel auch über die Leute greift, die dann dort in dem Gebiet wohnen. So, das ist eigentlich alles. So, alles, was man jetzt wissen muss, dass man diese Wahlkommissionen nach den staatlichen Regularien gründen muss. Und der Einstieg dazu ist, wie bei einer Vakanz in einer höheren Verwaltungsbehörde oder in einer selbstständigen Gemeinde, die Staatsangehörigkeit selber prüfen könnte, also Grünau war so ein Fall, oder Chemnitz durfte es auch für das Gebiet von Chemnitz. Also alle kreisfreien Städte selber hatten auch die Möglichkeit, Staatsangehörigkeitsurkunden auszustellen. Und weil die das nicht genutzt haben, haben sie es an die jeweiligen Kammern des Innern verwiesen.
In Bayern und in Sachsen hießen sie halt Hauptmannschaften. Die haben den Verwaltungsakt gemacht, aber zuständig für irgendwelche Streitfragen waren die Gemeinden selbst. So, natürlich kann in Bayern zum Beispiel, haben wir den Fall jetzt vor kurzem gehabt, in Speyer wohnt jemand, der hat die Oberbürgermeisterwahl angefochten. Ich habe ihm dabei auch geholfen bei der ganzen Formuliererei. Und dort ist unzweifelhaft, dass am 27.10.1918 Speyer noch zu Bayern gehört hat. Und aufgrund des Bayerischen Grenzvertrages dürfen die Grenzen des Königreichs Bayern auch nicht verrückt werden. Keine andere Institution wie Weimarer Republik oder so, so illegal, dürfen die Grenzen der königlichen Bundesstaaten verrücken. So, das heißt, egal wie sie es klären, der Freistaat Bayern, wenn der wirklich Notstandslager ist für das Königreich Bayern, könnte ja sein. Momentan verhalten sie sich nicht so, weil sie sich eben nicht an die staatliche Gesetzgebung halten, sondern ihr eigenes Ding machen. Und ihr eigenes Ding hieß immer Privathaftung. Das heißt, der Ministerpräsident Söder weiß es vielleicht noch nicht, aber er ist ein Notstandsleiter, weil er eben als Notstandsleiter tätig ist. Also tätig wird jemand, wenn er die Aufgaben eines Notstandsleiters übernimmt. Also wenn er sagt, alles hört auf mein Kommando, also so eine leitende Funktion einnimmt und dann wirklich auch tätig wird. Das ist ein Notstandsleiter. Und sobald er Notstandsleiter ist, haftet er in der Rechtsversicherungsordnung für alles, was er macht. Ja. Und nun sagen die viele, naja, ich bin ja Mitglied einer Partei und da gibt es ja das Parteiengesetz und da steht ja drin, dass die Parteien für nichts haften. Wann und wo hat der Kaiser ein Gesetz ausgefertigt, was den Parteien einen Haftungsausschluss garantiert? Ist nirgends passiert. Das gibt es nicht. Die Parteien haften nach Reichsrecht privat, unbeschränkt, zeitlich und betragsmäßig jedes einzelne Mitglied für die Gesamtschuld. Das ist das Interessante, weil Parteien im staatlichen Recht immer nur als Vereinigung von Gleichgesinnten aufgefasst wird. Also, man guckt rein in das staatliche BGB und da sieht man, dass Vereine schon dadurch entstehen, dass mindestens zwei, besser drei, sich in einem Vorhaben einig sind. Das ist genau das, was eine Partei macht. Ab drei kann eine Partei einen Vorstand wählen. Die haben zwar dann noch kein Kassenwort, aber ist möglich. Die können eine geheime Wahl machen und unter drei werden sie natürlich aufgelöst. So, ein Verein hätte dann 7 Mitglieder und würde dann auch aufgelöst, wenn keine geheime Wahl mehr möglich ist. So, aber das ist das, was aus dem staatlichen Vereinsrecht hier rüberwirkt. Und hier ist dann zu sehen, dass die Partei eben nicht sich selbst in Freibrief ausstellen kann, dass sie alles dürfen. Nee, die haften am Ende. So, und dann gibt es natürlich Tumult, wenn die Abgeordneten dann erfahren, dass sie für ihre Entscheidung, beispielsweise für den ESM, in voller Höhe haften. Nun wissen die wenigstens, was an dem ESM nicht stimmt. Die meisten denken ja, der ESM schafft eine Stabilität im Euroraum. Das ist aber nicht der Fall. In der Wahlperiode, wo der ESM geschaffen worden ist, gab es eine Wahlanfechtung der Europawahl, weil die Listenaufstellung der Partei Bibel Treuer Christen durch den Vorstand manipuliert worden ist. Teil des Vorstands, der damals mit daran schuld war, ist auch heute noch im Vorstand dieser Partei. Und einer davon hat dann sogar Wahlprotokolle gefälscht, indem er noch eine zweite Liste eingereicht wurde, die aber nicht rechtmäßig zustande kam, einfach nur um mir zu schaden. Und ich habe natürlich dann dagegen geklagt, weil es kann nun mal nicht ein Vorstand ein Schiedsgericht sein. Und das Schiedsgericht hätte meinen Sachvortrag sicherlich mit Entsetzen entgegengenommen, was da hinter dem Rücken im Bundesvorstand los war. Das sind nämlich einfach der Leute gehabt, die haben einfach überhaupt nichts gemacht. Und die haben ja die Arbeit sabotiert, wie so immer. Im Prinzip haben zwei Leute die Arbeit gemacht, einer davon war ich. So, und ich habe natürlich über Unregelmäßigkeiten aufgedeckt und genau deswegen wollte man mich raus haben aus dem Vorstand, weil ich gesagt habe, so und so kann es nicht laufen, wir müssen das ja sauber machen. Ich habe den Leuten auch 4 Wochen Zeit gegeben, es selber zu klären und die haben die Zeit genutzt, statt es zu bereinigen, hinterm Rücken sozusagen zu opponieren. Und das kam dann dazu, dass der Vorstand dann Schiedsgericht gespielt hat und dann hat das Landgericht Karlsruhe entschieden, dass eben genau das nicht ging. Das heißt, die Kandidatenaufstellung der PPC zur Europawahl war ungültig. Ist erstmal egal, wie viel die Prozent gekriegt haben. Die Listenaufstellung ist aufgrund des Urteils, was am 24.01.2009 rechtskräftig beschlossen worden ist, weil die Gegenseite hat ja auch keine Berufung und nichts eingelegt, ist das rechtskräftig, also die Listenaufstellung der PPC zur Europawahl ungültig. Damit ist die Europawahl zu wiederholen.
Und da habe ich eine entsprechende Wahlprüfungsbeschwerde gemacht, weil ja der Bundeswahlleiter behauptet hat, nee, es wäre alles in Ordnung. Das Gerichtsurteil hat festgestellt, dass es eben nicht so war, weil im Vorfeld, so wie ich das auch in der Wahlanfechtung geschrieben habe, sich es genauso zugetragen hat. So, das heißt, wenn das Europaparlament dem ESM zugestimmt hat, ist aufgrund der Kandidatenaufstellung diese Liste ungültig zustande gekommen und hätte die Europawahl wiederholt werden müssen. Und heute würde man dem ESM nämlich nicht zustimmen, weil man erstmal erkannt hat, dass der ESM nur dazu dient, wenn die Parteien in die Vollhaftung kommen, dem Bürger in die Tasche zu greifen. Und das ist nämlich das Unrecht, weil das Privateigentum der Zivilbevölkerung darf nach Hager Landkriegsordnung eben nicht eingezogen werden. Egal, was der Grund dafür ist, ob die Partei Mist gebaut hat oder Besatzer Mist gebaut hat, Privateigentum darf nicht eingezogen werden. Weder durch eine Grundschuldverschreibung noch durch irgendwas anderes. Und jede Schuldverschreibung, die ohne staatliche Genehmigung auf den Weg gebracht ist, hat der Emittent dafür zu haften. Die Weimarer Republik hat zwar diesen Passus aus dem Strafgesetzbuch gestrichen, aber er wirkt nicht, weil die Weimarer Republik für den Staat nichts beschließen kann. Das heißt, derjenige, der eine Schuldverschreibung ausgibt, sei es ein Richter, sei es irgendeine Stadtverwaltung, haftet dafür. Ebenso für die Bußgelder. Die Bußgelder sind nur deswegen in die Gesetzgebung eingeflossen, weil die Hannelore Kraft von der SPD das Reichskonkordat verlängert hat. Das Reichskonkordat ist nämlich eine Schöpfung, die aus dem Nationalsozialismus kommt. Und es ist doch mal interessant, wie eine rote Partei dem Hitler sozusagen Starthilfe gegeben hat, also überhaupt ihm ins Amt gehoben hat. Und heute, nachdem der Nationalsozialismus durch das Ende 1945 besiegelt war, heute dafür eintritt, dass die Rechte des Nationalsozialismus in die Bundesrepublik verlängert werden. Und der Gipfel war eben dieser bereits erwähnte Kongress, der Strafprozess am Internationalen Strafgerichtshof, wo die Bundesrepublik dann noch gesagt hat, ja, wir haben die Rechtsnachfolge des Nationalsozialismus angetreten und in einer Sekunde später behaupten sie, ja, wir machen den Kampf gegen Recht, weil die bösen Nazis. Nee, die Nazis sind sie selber. Im Prinzip sind die nationalen Sozialisten und die roten Sozialisten eine und dieselbe Geschichte. Es ist einfach nur ein anderer Anstrich, um die Leute zu täuschen. Nichts weiter ist das. So, und die Grünen hat es in einer abgewandelten Form auch zu Kaiserreichszeiten gegeben. Für die sind die ein bisschen anders, aber ist egal. Die haben im Prinzip 100 Jahre Volksverrat gemacht. Die haben 100 Jahre lang das Volk um ihre Rechte betrogen. Und jetzt merken sie, dass das Geldsystem am Wanken ist. Der nächste Euro-Untergang oder Dollar-Untergang ist ja dann eine und dieselbe Währung, sondern Umwandlungsfaktor, wird so gewaltig und furchtbar sein, dass sämtliche Vermögen, die jetzt die Leute zu haben glauben, sich in Luft auflösen. Ne? Wenn das Währungssystem kollabiert, dann ja, hat keiner mehr eine Möglichkeit, für ein Sachwerk irgendein Tauschmittel zur Verfügung zu haben. Und wer sich sein Vermögen nicht rechtzeitig in Edelmetall gesichert hat, wird bei dieser Währungsunion, beim Währungsuntergang unter die Räder kommen. Das heißt, es kann innerhalb von 3 Tagen passieren, dass sämtliche Regale in den Supermärkten leer sind, weil nichts mehr gefahren werden kann. Die Fahrer können weder ihre Dieselrechnung bezahlen, noch ihre Mautgebühren, noch ihre LKWs zahlen. Die werden gekündigt und niemand kann irgendwen mehr irgendwas beliefern. So, dass ein paar Systembonzen sich etwas beiseite gelegt haben, mag sein, aber ich glaube nicht, dass das Volk sich das gefallen lässt. Und diese ganzen Ungerechtigkeiten, die hier stehen, haben das Potenzial des Bürgerkriegs. Und dass die Sachsen da in der Beziehung natürlich auf Krawall gebürstet sind, weil sie ja wissen, dass der DDR-Bürger nur ein zusätzliches Zuerkenntnis zu der Russland-Staatsangehörigkeit war und sozusagen denen die staatsbürgerlichen Rechte des Bundesstaates Königreich Sachsen entzogen werden darf. Auch nicht von der Bundesrepublik. So, die Sachsen haben im Prinzip 2 Ausweise bei sich zu führen. Den vom Bundesstaat und den vom Kasperverein BRD, der sich anmaßt, ein Staat zu sein. Ist aber nie ein Staat gewesen und haben sie auch nie bei der UN als Staat eingetragen, sondern da steht NGO, Germany NGO Branch. Also ganz klar in der UN registriert die Bundesrepublik, die von der NGO Germany vertreten wird, weil die Bundesrepublik am 3.10.1990 durch Außenminister Genscher gelöscht worden ist, ist dort nur vertreten. So. Und die setzen sich dann einfach auf den Platz, der eigentlich dem deutschen Staat zugehört. Und der deutsche Staat ist ablesbar über das Ausfertigungsdatum. Es gilt die Rechtsetzung vom Kaiserreich, das heißt die Verfassung und die Bestimmungen, die am 27.10.1918 gegolten haben. So. Und da fragen mich viele, ja, da muss man aber die alten Rechte von den Bauernaufständen und dann zurückgehen. Nee,
Wir gehen so lange voran, wie noch keine Besatzung geht. So, wenn die Haager Landkriegsordnung 1914 eingetreten ist, eben durch den Kriegseintritt, aber der Kaiser noch über das Reichsgebiet die vollständige Kontrolle hatte, hat es keine Besatzung gegeben, bis es zum Tag des Putsches am 28.10.1918 wirklich dazu kam, dass der Kaiser nicht mehr sein Ausfertigungsrecht und sein Kontrollrecht über die Gesetze und Verordnungen ausüben konnte. Und in der Nacht drauf, am 29.10., 3 Uhr, musste er dann fliehen. Und den Rest hatte ich im ersten Teil eigentlich schon erklärt. So, damit wissen wir, ist an einem Tag ein Putsch, läuft der Putsch folgerechtlich immer von 0 Uhr, weil die Lehnsverträge sagen, du hast für ein bestimmtes Gebiet das Recht, die Lehns oder die Abgaben sozusagen in dem Gebiet zu erheben. Und wenn du einen Putsch hast, hast du eben ein bisschen diesem Recht beeinträchtigt und derjenige, der den Putsch verübt hat, hat auch die Folgen zu tragen. Deswegen ist die Weimarer Republik für die Einnahmen, die Lehnsabgaben von 0 Uhr an zuständig und eine Sekunde davor ist der Staat noch tätig gewesen. Das war am 27.10. 23.59 Sekunden. So, Bruchteile von Sekunden gibt es in der Juristerei nicht, weil niemand innerhalb einer Sekunde irgendetwas vortragen und niederschreiben kann. Das geht einfach nicht. Ne? Du kannst auch was vortragen, ein kurzes Statement, aber das kannst du dann nicht niederschreiben. Deswegen macht man in der Juristerei keine Millisekunden. Man kann aber sagen, dass, guck mal auf die Uhr, zu diesem Zeitpunkt der Vertrag gilt oder so. Das kann man machen. Ne? So, aber das sind ganze Sekunden, keine Millisekunden. So, damit wären wir erstmal mit dem zweiten Teil soweit durch. Ich weiß, der erste Teil wird noch eine Weile hochladen, weil dort mit der Videoeinstellung was nicht gepasst hat. Da muss ich nochmal rendern lassen, aber es ist kein Problem. Ich denke mal, morgen früh, also Sonntag am Vormittag, müsste jeder den ersten Teil auch haben. Diesen werde ich jetzt noch hochladen und werde dann den dritten Teil vorbereiten. So, und im dritten Teil werden wir dann auf die besonderen Belange eingehen, die es in Chemnitz und mit der Pegida und so weiter gegeben hat, damit jeder erstmal den Vorgang, auch dass gewisse Dinge gestaged werden, also Charlie Hebdo-Geschichte und so weiter, damit das jeder Adner verstanden hat, wie dieses System funktioniert und wie es sich Events schafft und mit Videos und mit Beiträgen Ereignisse fälscht, sodass die Leute glauben, das und das sei passiert. Und am Ende stellt man fest, es war gar nicht so. Also das Thema Weißhelme dann in dem dritten Teil. So, ich bedanke euch für die Aufmerksamkeit und ich werde das Video jetzt hochladen, damit ihr es dann schon komplett habt, wenn ihr morgen sozusagen euch da erstmal kundig machen wollt, was du hier in der Auseinandersetzung zwischen SPD und Maaßen und CSU und so weiter so passiert. Na, da werden wir dann im dritten Teil noch darauf eingehen. Danke erstmal.